Zu einem Schwelbrand in der elektrischen Unterverteilung kam es heute Mittag in der Gesamtschule Kirspe. Eine Mitarbeiterin der Bücherei hatte zunächst Brandgeruch bemerkt und die Evakuierungsmaßnahmen eingeleitet. Schnell waren alle Schüler an den Sammelpunkten bei den Sportplätzen. Die Feuerwehr hatte den Brand schnell unter Kontrolle, jedoch hatte neben dem Feuermelder auch die Sprinkleranlage ausgelöst, die große Mengen Wasser in die Mensa und in das pädagogische Zentrum pumpte. Mit Industriesaugern pumpte die Feuerwehr das Löschwasser schließlich ab. Der Sachschaden könnte erheblich sein, da nicht klar ist, ob sich der neue Parkettboden durch die Wassermassen hebt. Also es war wohl ein technischer Defekt, ein Kabelbrand und die Sprengleranlage ist angegangen und jetzt mussten wir die Schule natürlich räumen in der Mittagspause. Das ist relativ zügig gegangen und die Schüler dürfen noch nicht wieder ins Gebäude. Also haben sie jetzt unverhofft schulfrei und wir gucken, dass wir unser pädagogisches Zentrum wieder trockengelegt kriegen, weil da am Freitag ja die Abiturfeier stattfinden soll. Ja, wir hatten hier einen Brand in einem Kabelschacht, in einer Unterverteilung. Dadurch hat dann die Brandmeldeanlage und die Sprinkleranlage ausgelöst. Feuer an sich sehr klein. Wo wir jetzt mit zu kämpfen haben, sind die enormen Wasserschäden hervorgerufen durch die Sprinkleranlage. Für den Rest des Tages haben wir jetzt den Schulbetrieb abgesagt. Die Schule fällt also jetzt aus. Die Schüler, Schülerinnen sind auf dem Weg nach Hause. Und die Aufräumarbeiten werden noch ca. 2 bis 3 Stunden dauern.